Hey, schau euch Leute und willkommen zu Episode 10 der elbischen Unboxings-Geschichte der Dankbarkeit. Heute wieder was in besonderem Sinne. Eigentlich habe ich das gestern schon mal aufgenommen, aber da ihr ja wisst, wie derbe inkompetent ich bin, ist Folgendes passiert. Sofern mein Headset, was ich in der Regel für meine Let's Plays benutze, angeschlossen ist, aber ich auch gleichzeitig mein Studiomikro angeschlossen habe, denkt sich mein Programm, ich mach mal, was ich will. Und mein Headset lag dann da und das klang alles scheiße. Man hat sogar noch meine Musik gehört, die im Hintergrund lief, warum auch immer die an war. Und das lief alles total scheiße. Auf jeden Fall konnte man mich nicht hören, man konnte überwiegend nur die Musik hören, deswegen musste ich es leider neu aufnehmen und es ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, weil ich verdammt nochmal inkompetent bin. Ja, von das Paket diesmal von Black Knight. Wie gesagt, ich hab's schon auspacken getan hier, ganz großes Paket. Ich glaube, da hat sich sogar schon DHL-Mitarbeiter drüber hergemacht, weil da so ein Loch an der Seite war oder das gehörte so, ich weiß es nicht. Und ich fand die Sachen richtig geil. Und ich will es euch trotzdem nochmal zeigen, weil ich fände das unfair, wenn ich das jetzt sein lassen würde. Ja, der Brief, ich weiß, das spoilert im Grunde überwiegend nur, was drin ist. Trotzdem, er hat mir gesagt, den Einsatz fand ich zu geil. Warum das alles da drin ist, also, weil ich Platz brauche. Danke. Nee. Warte, ist doch Spaß. Und auf jeden Fall, wenn ich jetzt das euch vorlesen würde, dann würde das spoilern, was ich bekommen habe. Und das möchte ich nicht. Und deswegen. Erstmal das Geilste. Das Geilste machen wir zum Schluss. Darüber habe ich mich am meisten gewundert. Ich habe keine Ahnung, dass sowas überhaupt existierte. Crazy Frog Racer. Ich wusste, ohne Scheiß, ich wusste nicht, dass sowas existiert. Dass sowas tatsächlich erlaubt ist, in dieser Welt zu existieren. Ich glaube, von wann ist der? Irgendwann von 2000, wenn ich mich nicht irre. Anfang 2000, wenn ich mich nicht irre. Wow, Windows XP. Ich glaube, das wird auf Windows 7 nicht mal laufen. Digga. Dann, bekommen habe ich Bioshock 1 für PC. Habe ich auch schon geguckt. Alles bei. Das heißt, im Grunde könnte ich sogar auch tatsächlich den ersten Bioshock-Teil LP'en. Was muss ich mir mal überlegen, ob ich das mache, weil, wie gesagt, PC-Version. Muss ich mal gucken, ob das bei mir vernünftig funktioniert. Es spackt ja beim PC-Spiele spacken bei mir mal gern ab. Deswegen bin ich auch ein Consolero geworden. Weil da habe ich weniger Probleme. Auch wenn mir Oblivion andauernd abstürzt. Wie dem auch sei. Und das letzte, was ich bekommen habe, Bioshock Infinite für die 360. Ich habe mich zuerst gewundert, warum das Cover so ist. Bis ich dann realisiert habe, Das Ganze hat ein Wendecover. Und er hat schon das Wendecover eingefügt und ich liebe Wendecover. Zumal das hier sieht doch eh viel geiler aus. Sagt ehrlich, das sieht viel geiler aus. Und noch ein paar Mauams, so ein paar kleine. Witzigerweise, meine Freundin meinte dann gestern Abend noch so, sie liebt die Sorte Himbeer. Ich habe jetzt 4 Himbeer noch davon, die nehme ich jetzt nächste Woche zu ihr mit. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Aber wie gesagt, das Geilste, wie ich finde, wo ich echt noch einen Platz für brauche, ist ein kleiner Bilderrahmen mit Dr. Fetus, wie er mir einen Stinkefinger zeigt. Ich finde das so geil. Ich brauche unbedingt einen Platz dafür. Ich muss gucken, ob ich mir das... Ich glaube, ich stelle mir das irgendwo aufs Regal oder so. Weil das ist geil. Ich wollte schon immer so einen Dr. Fetus haben, der mir einen Stinkefinger zeigt. Auf jeden Fall, Riesendanke Black Knight für dieses Paket. Das, was übrigens direkt während eines Livestreams an mich versendet wurde. Deswegen, das war sehr merkwürdig. Zumal, wo ich dann darauf denn noch hin musste und das genau bei meinen Nachbarn vor der Tür lag und muss Niesen verkneifen. Letztes, was ich jetzt noch zu sagen habe. Diese Woche Donnerstag, das ist der 11.7., bin ich nicht da. Bis Sonntag, einschließlich Sonntag, werde ich nicht da sein und ich werde voraussichtlich auch nichts hochladen. Also werde ich keine Kommentare beantworten können oder Kommentare lesen können oder Videos hochladen etc. etc. Und ich will aber noch versuchen, ein, zwei Sachen vorher fertig zu kriegen und euch mindestens bis Donnerstag noch, vielleicht sogar noch Freitag Bioshock hochladen zu können, dass ihr wenigstens etwas zu gucken habt.
Aber ich kann für nichts garantieren. Ich muss leider die Woche auch noch ein bisschen was erledigen und ich weiß nicht, wie sehr ich heute da noch an meinen Sachen arbeiten kann, die ich machen wollte. Und aufnehmen müsste ich auch noch und damit das alles passt, das ist alles... So ist das. Auf jeden Fall, danke Black Knight für dieses geile Paket. Und wir sehen uns... Bullshit. Wenn ich schon eine Verabschiedung mache, dann mache ich es richtig. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.